Hallo und herzlich willkommen zurück zu Harz Medicine Hospital Heat. Ja, in der letzten Folge war es hier sehr turbulent. Da haben wir ja eine neue Herausforderung gemeistert. Mal schauen, was jetzt wieder alles so auf dem Plan steht heute. So, Basteleien. Räume die Utensilien auf und hilf Allison, vier Tiere zu basteln. Oh je. Okay. Ja, wir versuchen's. Oh je. Ihr Zustand ist viel besser, als wir es uns erhofft hatten. Wir werden aber weiterhin diese Creme auf ihre Verbrennungen auftragen. Aber wenn sich ihre Werte so verbessern, dann kann sie in ein paar Tagen entlassen werden. Sie haben eine sehr starke Tochter, Mrs. Hart. Das überrascht mich überhaupt nicht. Hey Ellie, schau, was ich dir mitgebracht habe. Nähutensilien. Ich dachte mir, dass wir vielleicht ein paar Stofftiere basteln können, genau wie zu Hause. Oh ja, und du hast ja auch neue Stoffe dabei. Naja, die liegen zumindest hier überall verstreut rum. So wie es aussieht, werden wir wohl in einem Krankenhaus Nähte setzen. Mama, der war echt nicht witzig. Vorsicht, sonst bastle ich die Stofftiere ganz alleine. Okay, dafür, dass wir aber so viel Gutes eben geleistet haben, muss ich sagen, haben wir wenig Geld bekommen. Das finde ich nicht nett. Oh, Moment, wir haben jetzt einen neuen Stuhl? Moment. Ah. Oh, dann würde ich wirklich sagen, dass wir uns das Geld sparen, damit wir den Stuhl nämlich auch hier verbessern können. So wie es aussieht, werden wir eventuell sogar noch ein drittes Bett bekommen. Ja, dann lassen wir das jetzt erstmal und starten erstmal so. So, du erstmal auf den Stuhl rauf. Du wahrscheinlich auch. Nee, du kannst da rein. Okay. Da. Ich wollte gerade sagen, das ist doch völlig neu. Was ist das? Nein. Ach so, das geht, indem ich einfach nur drücke. Okay, perfekt. Ja, weiter. Mach weiter, mach weiter. So, du dahin. Dann brauchen wir das Ding. Und wir brauchen Pflaster. Du wartest ja schon ein bisschen länger. Wir müssen ja jetzt auch nicht mehr darauf achten, dass wir ja irgendwas, dass wir weniger Schritte machen oder sowas. So, Moment. Du nach unten, du nach da. Nein, nein, du sollst das dahinter. Hallo. Oh Gott. Ich wollte eigentlich die Dinger aufsammeln, aber irgendwie. Hallo. Stehe ich jetzt hier einfach nur oder was ist los? Leute. Ich kann das auch irgendwie mit der Ellie nicht machen. Warum kann ich das mit der Ellie nicht machen? Das ist doch scheiße. So, du ins Bad. Da müssen wir schnell hin. So. So. Dich kann man nach oben legen. Zack. Du kannst dich gerade nicht da hinsetzen. So, nochmal. Dahin. Du auf die Liege. Du nach unten, zack. Mitnehmen. Schnell dahin. Weiter. Ah, da, das, Moment, das, das, das. So, dann holen wir das noch. Du kannst nach oben. Da machen wir mal schnell weiter. So. Und weiter geht's. So, damit die anderen auch schon mal dahin können. So, perfekt. Du nach oben, du auf die Liege. Da gehen wir auch direkt hin. Nein. Oder doch? Ich habe es sogar noch drin gehabt. Okay. Du nach oben, du nach da. Ja, ist okay. Ich bin extra schon hingelaufen, aber wenn sie wieder irgendeine spezielle Behandlung braucht, dann ist das natürlich blöd. So, das machen wir dann auch gleich. Ach, das macht die Mutter. Ach so. Jetzt verstehe ich das. Ah. Das hätte ich aber auch schon vorher wissen müssen. Naja. Gut, das nach oben. Das haben wir. Du wieder nach oben. Da gucken wir hin. Da brauchen wir schon wieder eins. Zack. Ihr seid Zwillinge, sehe ich gerade. Ah, ich habe Oliver gesehen. Ich habe Oliver gesehen. Du nach oben. Zack.
Einmal beatmen und schon wieder. Sag mal, was ist denn mit denen los heute? Brauchen die mal alle irgendwas für die Knie oder das, tut denen das Knie weh oder was ist das? So, nach oben untersuchen und das nehmen wir nach oben, du ins Bad. Hallo, geh auch da drauf. Das, 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 das. Oh, gut, wir haben noch gerade so das Herz bekommen. Ja, 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 komm, nehmen wir wenigstens die mit dem Herz nochmal schnell. So. Kann man schnell abkassieren in der Zwischenzeit. Der kommt runter, du gehst hoch. Da. Ist dann das nächste. Ich glaube, jetzt haben wir aber nicht mehr genügend Zeit, oder? Ich weiß es nicht. So, du gehst auch noch da. Da können wir das Ding mitnehmen und das mitnehmen. Können wir nicht, weil wir irgendwie... So, jetzt. So. Beeilung, Beeilung, Beeilung. So, du nach oben, du Bad, du nach da. Da haben wir noch ein Ding von, das können wir mal eben machen. Zack, zack, dann du. Du nach oben. Ich wusste, da kommt wieder irgendwas, was ich holen muss. Du nach unten. Da. Zack, zack. Dahin. Weil das dauert nämlich nicht so lange. Dann holen wir das schnell. Du gehst nach oben. Zack. So. Nein. Das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Ich wollte den ins Bett schicken. Ins Bad schicken, nicht ins Bett schicken. Mein Gott. Nein, es hat nicht mehr geklappt mit dem Nähen. Och Mann. Oder? Nee. Komm, nee. So, du dahin. Nein, 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 nein. Kein gebrochenes Herz. Ich kümmere mich doch direkt um dich. So, das. Das. So. Scheiße. Ich würde jetzt gerne warten, bis die da fertig sind. Das ist das Problem. Könnt ihr bitte schneller machen, sonst verlieren die gleich an Leben. Kommt, Leute, ich will aber diesen Zusatz noch haben. Ich weiß, ich habe etwas zu spät, aber die können richtig gut nähen, muss ich dazu sagen. Ich habe etwas zu spät angefangen. Oh, die eine hat schon ein Herz gleich verloren. Leute, näht schneller. Los, 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 los. Kommt bitte, ich will den Bonus haben. Ich weiß, aber das nächste Herz verlieren die nicht, oder? So, und jetzt schnell abkassieren. Ja, perfekt. Oh Gott. Das heißt, wir haben jetzt 3 Punkte. Wir haben die Oliver-Herausforderung und die normale Herausforderung geschafft. Huh. Mama, ich brauche eigentlich nicht so viele Stofftiere. Aber vielleicht können wir den anderen Kindern im Krankenhaus damit eine Freundin machen. Das ist eine tolle Idee, Liebling. Also meine Tochter würde nie sagen, ich brauche nicht so viele Stofftiere, im Gegenteil. Das ist sehr großzügig von dir, Ellie. Warum begleitest du mich nicht zu den anderen Kindern? Ich darf im Krankenhaus herumlaufen? Mhm. Ich denke, dass wir da einmal eine kleine Ausnahme machen können. Oh oh. Der wird doch nicht. Er tut's tatsächlich. Was für ein Arschloch, sorry. Aber ganz ehrlich, wir müssten eigentlich als guter Arzt wissen, was wir da haben. Und die Verpackung ist jetzt nicht mehr rot, war sie, glaube ich, vorher rot-weiß, sondern die ist jetzt grün. Und eigentlich sollte das jeder sehen. Den Unterschied. So, ich würde mir jetzt mal eben kurz was drüber ziehen, weil es hier echt eiskalt ist. Mach einen kleinen Cut und ja, bin gleich wieder für euch da. So, und da bin ich auch schon wieder. Das nächste, was wir haben, die ganze Wahrheit. Lasse 18 Patienten mit Goldherzen zahlen. Ach du Scheiße. Okay, 18 Stück mit goldenen Herzen. Das wird sehr herausfordernd, ehrlich gesagt, aber wir versuchen es. Das war doch toll, Mama, oder? Ja, das war es, Liebling.
Jetzt hat die gerade das hässlichste Stofftier noch da. Liebling, warum hast du den hier behalten? Keine Ahnung. Mir gefällt einfach, wie er schaut. Er hat diese verträumten Augen, genau wie Papa. Es tut mir leid, Mama. Ich wollte nicht... Mama? Hallo? Ich wünschte, wir könnten mehr über ihn reden. Er fehlt mir manchmal so sehr. Er fehlt mir auch, Liebling. Du hattest von klein auf schon so viel Verantwortung, Ellie. Du hast deinen Vater verloren. Du musstest dich um deine Mutter kümmern. Ein Kind sollte noch nicht so eine Last tragen müssen. Opa, kann ich dir was erzählen? Aber du musst mir versprechen, dass du nichts zu Mama sagst. Versprochen. Ich habe nicht gekocht. Ich weiß, Liebes, deine Mutter hatte wieder eine ihrer Episoden, nicht wahr? Sie hatte solche Angst. Ich konnte sie nicht bewegen. Überall war Feuer und dann wurde alles um mich herum schwarz. Du darfst ihr das nicht sagen. Hä? Ist der jetzt verschwunden? Mama, Opa ist hier. 500 haben wir erhalten. Ja, sehr geil. Ich würde jetzt ehrlich gesagt für das Geld gerne hier unten das machen. Gewinnen ihre Herzen zurück, wenn sie diese... Oh. Oh. Und wir haben eine dritte Liege, was natürlich auch wichtig wäre. Aber gewinnen die Herzen zurück, wenn sie die lesen. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn wirklich mal Leute warten müssen. Da wir die 250 ja schneller, denke ich mir mal, kriegen werden. Oh, wir haben auch ein neues Verband, sehe ich gerade. Würde ich einfach mal sagen, dass wir das jetzt kaufen. Ja, einfach mal auf gut Glück und damit spielen. So, du gehst erstmal auf einen vernünftigen Stuhl. Und einmal weiter. Brauchst du irgendwas? Im Moment noch nicht. Du gehst schon mal ins Bad. Wir müssen euch ja jetzt alle mit... das müssen wir jetzt im Bad machen? Okay. Was muss ich machen? Aha. Okay, das wäre vielleicht ganz gut gewesen, da eine kleine Einleitung für zu bekommen, aber okay. Schnelle Behandlung, zack, schnelle Behandlung. Einmal die Creme, du gehst nach unten. Die Creme mache ich dir aber ehrlich gesagt sehr ungern drauf. Aber was soll man machen, ne? Er weiß es ja nicht. So, kassier mal ab. Wieso hat die jetzt eigentlich kein goldenes Herz? Ich habe die jetzt so schnell bedient hier. Jetzt muss ich mal wieder eins holen. So. Das müssen wir auch eben schnell. Nein, halt mit Pflaster, nicht ohne. Du gehst nach oben. Euch kassiere ich mal eben schnell ab. Und ich wusste es. Die braucht wieder so ein Ding. Okay, du nach oben, du Liege, du nach oben. Um dich kümmern wir uns jetzt. Zack, einmal so. Um dich kümmern wir uns auch. Ich hoffe, du gehst vom Stuhl runter. Dankeschön. So, schnell darum kümmern. Zack. Zack. Ja, um die kümmern wir uns ja jetzt. So, das. Du gehst nach oben. Dahin. Drücken. Die. Du gehst nach da oben. Dahin. Du nach da. Zack, zack. Schnell abkassieren. Du nach unten. Das Ding müssen wir nehmen. So. Du gehst nach oben. Zack. Du gehst jetzt wieder dahin. So, dahin. Du nach oben. Schnell abkassieren. Obwohl das keine goldenen Herzen waren, warum auch immer. Bin ich nicht gut und nicht nett. Oh.
Darauf war ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht eingestellt. Ich wollte die jetzt gerade nach oben bringen. So. Ja gut, wenn du schon mal hier unten stehst, dann nimmst du halt beides eben schnell mit. Einmal zack, zack, zack. Du nach oben, du nach unten, du nach oben. Oh mein Gott. So, schnell. Dann kann der vielleicht schon mal aufstehen. Oder woanders hingehen, genau. Zack, zack, du nach oben. So, schnell, schnell, schnell. Du auch. Ja, wir haben niemals 18 goldene Herzen. Niemals. So, das nach oben. Ah. Komm, mach. Das nehmen wir. Schnell abkassieren. Das geht ganz schnell. So. Du nach oben. 1, 2, 3. Schnell dahin. Du nach unten. Du hast immer noch eine Magenverstimmung oder irgendwas. Das nehmen wir noch schnell. Zack. Ich muss ja sprühen. Sagt das doch einer. Hab ich total vergessen. Das. Du ins Bad. Das müssen wir ziehen. Dann holen wir das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wären niemals 18 Patienten, was ich hier habe. Ah. Du auch nach oben. Dann nehmen wir das nochmal schnell. So, das. Einmal das. Dann gehst du schon mal nach unten. Du kannst dich da hinsetzen. Da brauchen wir wieder das Ding für. Du gehst nach oben. Lauf schneller. So, der geht nach unten. Da brauchen wir das für. Du gehst dahin. Zack. So. Drücken. Du nach oben. Du wieder ins Bad. Du sollst nach oben gehen, du Idiot. Jetzt mach schon. Dann nehmen wir das. So. So. Du nach da. 1, 2, 3. Schnell dahin. So, nimm das mit und geh schnell nach oben. Ah! Die Dinger schon wieder. So, kassier mal schnell ab. Du gehst nämlich nach unten. Du gehst nach da oben hin in der Zeit. So. Kümmer dich schon mal um den Patienten. Die braucht. Nee, die braucht zum Glück diesmal doch nichts. Okay, dann können wir den nochmal schnell in der Zeit behandeln. Abkassieren. Du gehst nach oben. Das nehmen wir mit. So, in der Zeit machst du die. Ihre Zwillingsschwester. Sie möchte abkassiert werden. Machen wir doch. Da, du gehst noch dahin. Aber irgendwie hat das so gar nichts gebracht, habe ich so das Gefühl, dass die damit rumspielen können. Oder ich habe sie halt nicht so lange sitzen lassen. Das kann natürlich auch sein. Dass sie dann damit ihre Herzen wieder auffüllen können. Oh Gott, das war niemals 18. Ne, das war nicht 18. Schade, schade. 4 goldene Herzen hätten gefehlt. 4 Stück. Ah, ich habe auch einen Oliver nicht. Also auf den Oliver konnte ich jetzt gar nicht mehr achten. Ehrlich gesagt, das war mir jetzt hier zu chaotisch. Ja, leider nur 300 bekommen. Aber gut, das ist immerhin schon mal etwas. Worüber freust du dich denn so? Wir beide hatten in der Vergangenheit zwar unsere Meinungsverschiedenheiten, aber ich habe jetzt einen Weg gefunden und den Rest konnte ich nicht mehr lesen. Ich habe mit allen Krankenwagenfahrern in der Stadt einen Handel gemacht. Alle Verbrennungsopfer in Snookford werden zur Verbrennungsstation des Little Creek Krankenhauses gebracht. Hä? Das ist nicht nur unverantwortlich, sondern auch illegal, Victor. Wenn überhaupt, ist es etwas fraglich. John, ich will nicht wegen jeder Entscheidung mit dir streiten müssen. Ein Krankenhaus muss Geld verdienen. Okay, Victor, aber haben wir denn überhaupt die Kapazitäten dafür? Sei nicht so bescheiden. Ich bin mir sicher, dass du das in den Griff hast. Ah. Ja, die Chefs, die immer wissen und sich sicher sind, dass man alles im Griff hat, wenn man Überstunden schieben muss und viel zu viele Kunden hat. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz schnell, ohne weitere Worte, in den Minispielwahnsinn. Oh je, das hört sich nicht gut an. Räume groß ab, indem du so viele Minispiele wie möglich abschließt. Okay, da muss ich mal eben meine Handgelenke kreisen lassen, weil die tun mir nämlich mittlerweile schon ein wenig weh. Gut, wenigstens muss ich nicht irgendwie hin und her laufen. Das war etwas viel. Das ging jetzt aber sehr schnell. Ah, das war wiederum nicht so... Achso, muss ich nochmal machen. Nicht so gut.
Was geht denn jetzt ab? Also so schlimm war es jetzt normalerweise noch nicht, wenn ich da irgendwo das Ganze im Spiel gemacht habe. Und ich denke mal, dass mein Timing jetzt nicht so viel schlechter geworden ist. So, das passt. Okay. Das hasse ich irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber das hasse ich irgendwie. Ah, komm schon, komm schon. Ah, gut. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dieses mit dem Drücken ist hier wesentlich anspruchsvoller als im Spiel selber. Weil man das wirklich perfekt... Nein, komm, weil ich einmal verkackt habe. Ernsthaft? Nein, also das will ich aber wiederholen. Also da... Nee, tut mir leid. Das muss ich jetzt wirklich nochmal machen. Das geht so nicht. Da bin ich jetzt so ehrgeizig. Ich will jetzt da die 3 Diamanten haben. Ich meine, die 2 sind uns sicher, glaube ich, obwohl ich jetzt neu gestartet habe, aber... Oh, was sind hier so viele Herzen gerade weggegangen? Hilfe! So. Hier, perfekt. Zack. Komm, 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 das schaffst du. Boah, ich habe das Gefühl, dass das immer schneller geht hier gerade. Also noch schneller als bei dem Mal davor irgendwie. Ich weiß auch nicht. Nein, kein Schichtende. Oh. Aber ich habe es jetzt schon geschafft. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, ich mache natürlich trotzdem, versuche ich immer noch mein Bestes zu geben hier. Aber ich glaube, man wird auch nicht mehr dafür belohnt, auch wenn man weitermacht. Ich bin mir nicht sicher. Ja gut, ab den 120 sind es halt nur die 3. Ich glaube, man bekommt aber trotzdem nicht mehr Geld. Aber das kann ich so stehen lassen. Das ist noch in Ordnung. Und ich würde sagen, ein kleines, schnelles Spiel könnten... Nee, da ist es. Könnten wir noch dahinterher schieben. Totales Chaos. Ja, das passt doch jetzt gerade zu mir. Kümmere dich 8-mal um Allisons Verbrennung. Oh je, und das mit dieser beschissenen Creme. Das ist mir schwant echt Böses gerade. Einer nach dem anderen, bitte. Ich werde mich sofort um sie kümmern, aber wir gehen hier der Reihe nach. Kann ich irgendwie helfen? Wenn Sie heute die Creme bei Ellie auftragen könnten, dann würde mir das sehr helfen. Wie Sie sehen, sorgt der plötzliche Patientenansturm heute dafür, dass ich sehr viel zu tun habe. Kein Problem, ich kümmere mich darum. Hm. Die Creme ist in diesem Schrank dort? Mhm. Also, wen müssen wir jetzt machen? Erstmal noch niemanden, ne? Wir haben wahrscheinlich normale Schicht erstmal, ja, okay. So, alle sind behandelt worden, sehr schön. Was nicht so schön ist, ist die Sache mit der Creme, wie gesagt. Nein, nicht spielen. Ich wollte ja erstmal gucken. Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht so genau. Was ist denn hier? Das ist nur, dass die... sie verlieren die Tresen... die Tresen... Die Herzen langsamer am Tresen. Na gut, aber ich würde sagen, das ist eher so was fürs Ende. Ich mache mal den Stuhl. Wobei, das hier hat es ja wirklich nicht gebrannt. Das mit dem Laufen, mit dem schneller Laufen, das fand ich wiederum sehr geil. Weil das... jetzt kommen sie auch noch alle und sehen auch noch alle gleich aus hier. Okay, du kannst schon mal nach oben. Einmal, zweimal. Du gehst nach oben. Du gehst nirgendwo hin. Oh, da haben wir jetzt wieder... Was ist das denn jetzt bitte? Ist das jetzt Blut oder was? Oh Gott. Creme brauchen wir. Zack. Zack, zack. So, du gehst mal nach unten. Was zum Sprühen. Bitteschön. Einmal vereisen. Hallo. Achso. Ah, habe ich gar nicht gesehen. Hilfe, Hilfe. Okay. Ja, das mit Allison Creme weiß ich nicht. Die das jetzt irgendwie macht oder was? Keine Ahnung. Ah, nee, jetzt. Ahaha. Okay, macht sie aber trotzdem. Okay. So, das brauchen wir noch. Das. Oh, das habe ich jetzt vergessen mitzunehmen. Das war natürlich sehr clever. Ja, ich weiß, ich weiß. Schnell dahin. Du, nach da. Oh, hat die das jetzt angenommen, dass sie da oben hingehen sollte? Nee, hat sie immer noch nicht. Geh nach oben, los. So, schnell mal eben untersuchen. Zack. Da brauchen wir was für.
Dann das. Du gehst schon mal nach oben. Einmal untersuchen. Zack. Oh Gott. Du nach oben, du dahin, du dahin. So, da müssen wir mal eben helfen. 1, 2, 3. Da müssen wir helfen, bevor das wieder abläuft. So, dich können wir schon mal auf den Stuhl setzen. Du gehst nach da oben. Du nach da unten. Zack. Zack. So, du nach oben. Du nach oben. Du nicht mehr nach oben. Das nehmen wir eben schnell mit. Einmal. Zack. Zweimal. Du nach da. Du nach da. Du nach da. Du nach da. Das nehmen wir schnell mit. Das nehmen wir auch mit. So. Ich glaube, der hat nicht mehr so lange. Den nehmen wir mal eben zwischendurch. Der hat nicht mehr so lange. So, einmal das. Du kannst nach oben. Das machen wir. Du nach unten. Da müssen wir hin. Creme. Creme haben wir nicht. Irgendwo habe ich gerade den Oliver gehört. Hilfe, der ist da. So, Creme haben wir. Ah, komm schon, ich muss nach unten. Los. So. So, du nach da, du nach da, du runter. Ich glaube, dahin ist noch frei. So, das. 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 Oh Gott, jetzt gehen die alle. Scheiße. Ja, komm, schnell. Kassier die mal schnell ab hier. Du nach oben, zack. Das nehmen wir mit. So, schnell dahin. Schnell, schnell, schnell. Der Typ verreckt mir hier sonst gleich noch. Du dahin, du nach unten, du nach oben, du nach unten. Dahin. Oh mein Gott. Oh, das war der falsche, den ich angeklickt habe, aber egal. So, einmal das, dann geh in der Zwischenzeit schon mal dahin. Die schicken wir hier alle vorbei, das nehmen wir mit. So, die können in der Zwischenzeit warten. Du gehst auch nach oben, du gehst Richtung Bad. Du gehst ganz nach oben, dich kassieren wir mal schnell ab hier, zack. Dann müssen wir noch was nehmen, das, das. So, du warst, glaube ich, als Erste da. Achso, 1, 2, 3. Das müssen wir auch nehmen. Ich weiß, du warst als Erster da, aber müssen wir trotzdem machen. So, das und das. Oh mein Gott. Okay, das nach oben, du dahin, du nach oben. Da holen wir jetzt wieder so ein Ding. So, dich machen wir jetzt erstmal ganz schnell als Erstes. So, dir geben wir das Teil. Oh, du auch nochmal. Du nach unten, du nach oben. Irgendwie hat er das Teil immer noch nicht gegeben. Keine Ahnung warum. So, dahin, du nach unten. Zack, ist nur eins diesmal. Diesmal habe ich auch drauf geachtet, muss ich dazu sagen. So, links, rechts. Dann nochmal das. Du nach unten. So. Dahin, nach oben. Oje, oje, nach oben. Du ins Bad. Zack. Ihr beide geht nach oben. Dann nehmen wir das mit. Hallo, Junge, warum bist du nicht nach oben gegangen? Komm, mach das jetzt endlich hier. Kann ich doch nicht ewig drauf warten. So. Das. Du gehst schon mal runter. Das. Das und das. Da kommen wir jetzt als Erstes vorbei. Machen wir das mal eben. Du kannst schon mal nach unten. Zack. So, du nach unten, du nach oben. Wir kassieren mal eben ab zwischendurch. So, das. Das nehmen wir mit. Gehen aber als Erstes dahin. So, dahin. Ah! Du nach oben, dahin und ins Bad. Euch kassiere ich in der Zwischenzeit mal schnell ab. Das nehmen wir mal eben mit. So. So, ich muss ja erstmal sprühen, genau. Das nehmen wir, komm. Du gehst nach oben, wir gehen dahin. Zack, zack. Du gehst zum nächsten, du runter, du dahin. So. So. Oh mein Gott, irgendwas habe ich jetzt nicht richtig gemacht. Ich weiß schon gar nicht mehr, was jetzt eigentlich, was ich machen musste. Oh Gott. Ah. Okay. Ah, komm, nimm das noch an. Nein.
Jetzt weiß ich wieder, was die Herausforderung war. Und eigentlich hätte ich auch, habe ich den Oliver echt noch, ich habe es gar nicht mal mitbekommen, ob ich den jetzt gemacht habe oder nicht. Eigentlich hätte ich zumindest noch eins machen können, wenn er das jetzt noch angenommen hätte. Aber naja, gut, mir fehlte sowieso noch eins. Oh Gott. Oh Donald, könntest du Ellie im Auge behalten, während ich mir die Hände wasche? Mhm. Leute, ich habe Schichtende. Ist alles in Ordnung, Ellie? Keine Luft. Oh. Tut mir leid, ich muss jetzt, das muss jetzt warten. Das kann jetzt nicht mehr warten. Das darf nicht wahr sein. Ich glaube, er hat gerade ein, nee, es ist kein Asthmaspray, es ist eine Insulinspritze oder sowas, glaube ich. Ja, hallo? Adrenalin? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist eine allergische Reaktion. Auf was? Was passiert hier? Hey! Ach. Zuerst bringt meine Schwiegertochter beinahe Ellie um und jetzt muss ich auch noch befürchten, dass die Ärzte hier dasselbe tun. Ich? Ich habe Ellie beinahe umgebracht? Du hattest es versprochen. Ach. Ja, und es ist genau so passiert, wie ich es schon gedacht habe. Die totale Katastrophe ist ausgebrochen. Wie das Ganze weitergehen wird und wie hoffentlich der eine Typ mal so richtig eins auf die Nase kriegt hier, das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao.